Herzlich willkommen zum Marktupdate Live heute am Montag hier auf dem YouTube-Kanal von comdirect. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, leider wieder mal nur als Aufzeichnung und leider nicht als Live-Format. Das wird sich aber hoffentlich am kommenden Mittwoch ändern. Die IT ist noch dran, dass wir hier alle Ressourcen und natürlich auch Infrastrukturen so hinkriegen können, dass wir auch möglichst bald und möglichst schnell wieder eine entsprechende Live-Sendung für euch hier bewerkstelligen können. Aber nichtsdestotrotz, ihr stellt ja fleißig Fragen im Vorfeld der Sendung, sodass also heute diese Sendung auch sozusagen mit euren Fragen ausgestattet ist. Und die Montagssendung ist ja bekanntlich in drei Teilen eingeteilt. Der erste Teil ist der allgemeine Marktüberblick, der zweite Teil ist der Fragenteil, der sich damit beschäftigt, welche Einflussfaktoren im Endeffekt momentan maßgeblich sind. Der dritte Teil ist dann der Fragenteil, wo eure Fragen drankommen, meine Antworten entsprechend gegeben werden. Und ja, ich hoffe, ihr dann eure Antworten oder meine Antworten auf eure Fragen bekommt. Wenn euch das Format gefällt, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, einen Daumen runter. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentarzeile rein, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Kritik, Anregungen, Gedanken und weitere Fragen für die kommenden Sendungen sind natürlich immer wieder gerne willkommen. Und demzufolge würde ich vorschlagen, ich lege gleich mal los und wir gucken wie immer als erstes auf den DAX. Das ist nämlich ganz spannend, was sich da heute tut. Wir sehen beim DAX eine Konsolidierungsbewegung, die 18.000 Punkte immer wieder im Fokus hat. Wir haben es bereits am vergangenen Freitag gesehen, da war ja großer Verfallstermin an den Terminbörsen, haben die Hexen getanzt, wenn man es so schön will. Das heißt, der Triple Witching Day ist immer der Abrechnungstag, der kommt viermal im Jahr vor, März, Juni, September und im Dezember. Da verfallen dann sozusagen die Verfallstermine für die Quartalsoptionen bzw. Terminkontrakte sowohl eben auch monatlich auf diese Tage werden abgerechnet und sorgt dann eben für den einen oder anderen Wirbel sowohl im Gesamtmarkt als auch bei vielen Einzelaktien. Hier habt ihr mal einen langfristigen Chart vom DAX im Bild. Da sieht man eben, wie schön sich das Ganze hier oben um die 18.000 momentan so ein bisschen zentriert. Wie also hier tatsächlich so einen kleinen Kampf, wenn man so will, um diese 18.000 Punkte Marke gesehen hat, man am Freitag auch schon gesehen. Mal lugte der DAX so ein bisschen rüber, dann fiel ihr wieder so ein bisschen zurück. Was haben wir als Großgesamtgemengelage? Naja, wir haben eine hoffnungsvolle Situation, dass sich die Konjunktur in Europa möglichst schnell erholt. Angetrieben natürlich durch die Binnenkonjunktur in China, dass dort ebenfalls dann eben wieder Schwung reinkommt, der sich dann auf die exportlastigen Unternehmen, Branchen hier in Europa, in Deutschland dann auch wieder abstrahlt. Und dafür sorgt, dass deutsche Unternehmen eben auch Gewinne wieder mehr machen, besser dastehen und eine Gesamtsituation da ist, die halt die Konjunktur in Europa, in Deutschland eben wieder aufblühen lässt. Und ja, momentan sozusagen hoffentlich nicht warten auf Godot, sondern eben tatsächlich eben eine hoffnungsvolle Stimmung. Man sieht es hier also seit dem 12. März immer wieder dieses Hin- und Hergeschaukel, Hin- und Hergezuckel um diesen Bereich von 18.000 Punkten. Wird also weiter entspannt, wird natürlich auch in den kommenden Tagen ein Blickpunkt bleiben. Man sollte morgen gucken, morgen gibt es die Bank of Japan mit einer Zinsentscheidung. Da könnte nochmal der ein oder andere Ruckler in den internationalen Märkten zurande kommen. Wir bekommen am Mittwoch die Zinsentscheidung bzw. dann die Pressekonferenz der US-Notenbank. Die US-Fed wird auch nochmal ganz spannend und auch der Bank of England. Und der Royal Bank of Australia morgen am Dienstag, also in der Woche, doch einige Notenbanken wieder unterwegs. Und demzufolge natürlich auch viele Impulse, die so ein bisschen für Ruckeleien, Nervosität an den Märkten sorgen können. Das sieht man natürlich heute auch im weiteren Handelsverlauf. Im DAX zum Wochenstart also eher Zurückhaltung. Nach dem großen Verfallstermin, vor dem großen Ereignis der US-Notenbank, ist man vorsichtig. Da sind wir auch schon in Amerika und gucken da natürlich mal auf den S&P 500, der davon natürlich auch ganz klar in Mitleidenschaft gezogen wird. Das heißt, wir haben vergangenen Freitag auch den großen Verfallstermin in den USA gesehen. Da standen natürlich dann die großen Aktienindizes genau unter diesen Einflüssen. Wir haben viele Sonderbewegungen gesehen an den amerikanischen Börsen momentan. Also jetzt die Frage, bleibt das Niveau 5.100 tatsächlich verteidigungsfähig? Bleibt also der Gesamtmarkt eben weiterhin bullisch für die amerikanische Konjunktur? Oder sieht es tatsächlich so aus, dass man hier vor dem Ereignis am Mittwoch eben so ein paar Gewinne mitnimmt? Man sieht also auch hier den langfristigen Chart, doch eine sehr massive Aufwärtsbewegung. Auch kurzfristig zeigt sich hier ein ganz klarer Aufwärtstrend. Und die Frage ist natürlich, wie lange die Liquidität in den Aktienmärkten erhalten bleibt, wie lange sie dort reinströmt, weil das ist ja natürlich die Hauptantriebskraft für Aktienkurssteigerungen. Das heißt, kommt keine neue Liquidität in die Märkten rein, dann gibt es auch keine neuen Höchstkurse, weil im Endeffekt ja dann eben auch natürlich sozusagen der Treibstoff für den Börsenmotor fehlt. Und den hatte insbesondere gerade so ein bisschen als Turbolader in der vergangenen Zeit der Tech-Sektor bekommen. So also auch natürlich in Amerika mit den großen amerikanischen Tech-Werten,
die dann noch den S&P 500 maßgeblich mit nach oben getrieben haben. Und das zeigt sich dann hier, wenn wir uns den Nasdaq 100 anschauen. Am vergangenen Freitag natürlich auch so ein bisschen Konsolidierung angesagt, beziehungsweise auch nicht unbeeindruckt geblieben von den Verrechnungen der Terminkontrakte eben in Amerika. Ihr seht es aber auch hier natürlich klar, das Spiegelbild zum S&P 500, mehr Dynamik aber noch drin, weil die großen Tech-Werte natürlich eine wesentlich größere Gewichtung im Nasdaq 100 haben, nur 100 Werte. Da eben die großen Werte, 6 an der Zahl oder 7, die natürlich eine größere Gewichtung haben als im S&P 500. Insgesamt 500 Werte, dann haben die 6 Werte zwar immer noch eine brachial große Bewertung von 30, 35% aktuell, aber natürlich im Gesamtgemengelage weniger als im Nasdaq 100. Also deswegen hier der Nasdaq mit mehr Dynamik, weil eben die Dynamik aus dem Tech-Sektor kommt. Und demzufolge natürlich spannend, was die zinssensitiven Technologiewerte in den kommenden Tagen machen werden vor der US-Notenbank-Sitzung. Ich denke, wir werden eine Seitwärtsbewegung sehen, aber das wird sich alles zeigen. Gehen wir zu Teil 2 rüber und gucken da als erstes mal auf den Euro-Dollar. Auch ganz spannend, was sich da tut. Da spiegelt sich ja immer so ein bisschen die Zinserwartung Euroland und USA wieder. Und momentan ja, kämpft auch hier, hadert der Euro zum US-Dollar bei 1,08 so ein bisschen, beziehungsweise 1,09. Ihr seht so ein bisschen Niemandsland zwischen 1,05, 1,10. Sieht aber perspektivisch gar nicht so verkehrt aus. Also wenn man sich das Ganze hier mal so ansieht, könnte man so ein bisschen annehmen, dass wir hier also einen Aufwärtstrend haben, der zumindest mal auch weiterhin Bestand hat und dass eben der Euro eben die Möglichkeit hat, hier weiter dann im Endeffekt nach oben zu ziehen. Vielleicht in Richtung 1,10, 1,15 so perspektivisch. Würde auch so ein Stück weit natürlich im Endeffekt ja wie Spiegelbild der Erwartungshaltung eben der Amerikaner oder beziehungsweise der Marktteilnehmer insgesamt sein und natürlich auch so ein Stück weit Spiegelbild der Konjunkturerwartung. Und wir haben ja hier ganz klar zur zweiten Jahreshälfte momentan zumindest das Szenario, dass Euroanlagen, Euroanleihen und Aktien interessant werden, weil eben die konjunkturelle Stimmung sich aufhellen könnte. Demzufolge sind hier viele große institutionelle Investoren einfach mit Blick Richtung Europa. Wenn man in Euroanlagen anlegt, braucht man natürlich den Euro. Um den Euro zu kaufen, muss man US-Dollar, wenn man amerikanische Anleger ist, entsprechend verkaufen. Und dahingehend könnte das auch so ein bisschen kleiner Indiz für die Liquiditätsströme in globaler Natur in den Finanzmärkten sein. Wird auf jeden Fall spannend. Gucken wir als nächstes mal aufs Brent Crude. Das ist auch ganz spannend, was sich da getan hat in den letzten Tagen. Wir haben nämlich einen Ausbruch aus dieser Konsolidierungsphase gesehen. Hier haben wir eine lange Seitwärtsbewegung hier, dieser Keil, der sich da gebildet hatte im Brent Crude. Und der ist in der vergangenen Woche tatsächlich durchstoßen worden. Das ist ganz spannend, gerade wenn man sich das Ganze mal mittelfristig, sage ich mal, auf Jahressicht ansieht, da sieht man, was da für ein Potenzial entsteht. Das heißt also, jetzt eben der Sprung mal über die 85 US-Dollar-Marke relativ zügig sogar erfolgt. Ich zoome das hier mal rein. Hier sieht man das, also der Bruch in der letzten Woche und schwupp lief der Markt nach oben. Hatte natürlich auch damit zu tun mit den OPEC-Plus-Ankündigungen, dass man eben die Fördermengen bei den OPEC-Staaten entsprechend fördern, also kürzen will. Und natürlich auch so ein bisschen mit der Erwartung, dass die Konjunktur eben anspringt. Positive Konjunkturdaten heute aus China haben auch noch mal so ein bisschen geholfen. Industrieproduktion ist besser ausgefallen. Der Konsum geht wieder in China leicht nach oben. Und da haben natürlich hier auch dann schon entsprechend sich die Marktteilnehmer positioniert. Das haben wir im Übrigen auch zuletzt bei Kupfer gesehen. Kupfer auch sehr stark gewesen. Eisenerz auch teilweise etwas fester unterwegs. Alles Indikationen dafür, dass viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass sich die Konjunktur eben perspektivisch in den kommenden 6 Monaten da besser darstellen könnte. Gucken wir last but not least für Teil 2 nochmal aufs Gold. Auch wichtig als Inflationsindikator, wenn man es so will. Und da finde ich ganz spannend, dass sich Gold eigentlich sehr, sehr weiterhin stabil hier auf dem Bereich von 2150 US-Dollar halten kann. Man sieht es hier, ich mache mal den langfristigen Chart rein, dann kann man gut antizipieren, wo wir momentan sind, nämlich auf Rekordhöchstkursniveau. Ich zoome mal etwas mehr rein und dann sieht man das noch besser. Hier dieser dramatische Anstieg natürlich, als die Zinsfantasie so oder beziehungsweise eben die Zinsanhebungsfantasie aus den Märkten rausgegangen ist, ist das zugunsten des Goldes eben umgesetzt worden. Gold eben mit diesem Sprung über die 2100er Marke und eben auch noch in Richtung 2200 US-Dollar unterwegs. Jetzt momentan so eine kleine Konsolidierungsbewegung. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich bei dieser Konsolidierung bleibt oder ob wir auch saisonale Effekte sehen. Gold im ersten Quartal traditionell fester. Das hat sich zumindest mal in diesem Jahr ja auch gezeigt, wenn man sich das Ganze ansieht. Das heißt, wir haben eben, wenn man das so will, hier seit Jahresanfang eben diese Steigerungen drin. Das ist ein Phänomen, was man oftmals in den letzten Jahren gesehen hat. Also immer das erste Quartal angetrieben durch viele Feiertage im asiatischen Raum, in China, in Indien, wo viel, viel Gold verschenkt wird.
und das dann so die physische Nachfrage nochmal anhebt. Und oftmals sieht man zur Jahresmitte so eine leichte Konsolidierung, was man auch in den letzten Jahren gesehen hat. Ich mache hier mal einen langfristigen Chart rein. Da sieht man also hier zum Jahresanfang diesen Anstieg, dann eben diese Konsolidierung, hier ähnlich Jahresanfang Anstieg, Konsolidierung zur Jahresmitte. Und im weitesten Sinne jetzt auch hier so ein bisschen, in 2021 hat man es auch gesehen, Anstieg, Konsolidierung, außer eben in 2020, da war zwar hier auch der Anstieg, dann die Konsolidierung, aber dann der Brachialanstieg eben zur Mitte, hatte aber natürlich dann durch die Covid-19-Aktivitäten entsprechend Sonderlocken mit drin gehabt, die man eben berücksichtigen muss. Aber wird auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, ob Gold tatsächlich weiterhin sich auf diesem Niveau halten kann oder ob wir eben die entsprechenden Rücksetzer sehen werden. Damit bin ich durch mit Teil 1 und Teil 2, komme zu Teil 3, euren Fragenteil. Viele, viele tolle Fragen gestellt. Da gucken wir gleich mal auf die erste Unternehmung und zwar auf die AT&S. AT&S, Austria Technology and Systemtechnik Aktiengesellschaft, kurz ATS. Ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Leiterplatten und IC-Substraten. Kernkompetenz liegt insbesondere bei Leiterplatten in der HDI, Mikrowave-Technologie. Das Problem dabei ist, ja, sicherlich Hochtech und alles interessant, aber eben kein Unternehmen, wo man eben sagt, dass die von zum Beispiel den Ereignissen im KI-Sektor profitieren, sondern eben ein Unternehmen, was ganz klar eben von der Industrie, von der Entwicklung eben im Bereich der zyklischen Branchen, Automotive und so weiter beeinträchtigt ist. Und man sieht es halt hier, nicht jeder Hightech-Wert ist auch wirklich Hightech-verdächtig im Kursanstieg, sondern ganz im Gegenteil, wir sehen hier also eher rückläufige Kurse. Und das hat eben damit zu tun gehabt, weil wir eben zum Beispiel im Mobilfunkbereich, Automobilelektronik, Industrieelektronik, Medizintechnik eher rückläufige Tendenzen gesehen haben. Und das bedeutet also, dass natürlich das auch in den Aktienkursen bei AT&S wieder gespiegelt hat. Hohe Lagerbestände aus den letzten Jahren nach der Covid-19-Pandemie haben also hier in den Jahren 2022 viele Unternehmen einfach viele Technologien in diesen Bereichen eingekauft. Dadurch, dass die Konjunktur aber nicht so richtig in Fahrt gekommen ist oder nicht in richtigen Tritt gekommen ist, sind die Lagerbestände weiter hoch und können erst ganz, ganz langsam und allmählich abgebaut werden. Und das führt natürlich auch gerade bei solchen Unternehmen wie zum Beispiel bei einer AT&S so ein bisschen für Kaufzurückhaltung. Der zweite Punkt ist der, dass hier immer wieder eine Kapitalerhöhung für Unsicherheit sorgt. Das heißt, Investoren warten jetzt erstmal und gucken, ob tatsächlich eine kommt. Und der dritte Punkt ist der, wir sehen das klassische Mid-Cap-Problem bei der AT&S. Die großen Investoren, die institutionellen, fokussieren sich auf die DAX 40-Werte, auf die großen Indexmitglieder und lassen sozusagen die mittelgroßen kleinen Unternehmen einfach links liegen. Das zeigt sich auch bei einer AT&S. Also von daher, ich werde hier eher vorsichtig, ich würde da noch ein bisschen warten. Ich denke vor allen Dingen warten, bis klar ist, ob es eine Kapitalerhöhung gibt. Dann kann man davon ausgehen, dass selbst wenn die Konjunktur anspringt, erstmal die Lagerbestände abgebaut werden müssen und das durchaus nochmal 6 Monate, also 2 Quartale dauern kann. Ich denke, frühestens zum Jahresende kann man sich die ein oder andere Aktie mal anschauen, aber ansonsten bis dahin wird es wohl erstmal schwer. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, auf die S&T, aka Kontron. Die haben ja ihren Namen geändert, um den Fokus auf die Internet of Things Technologie stärker an den Vordergrund rücken zu können. Haben sehr, sehr viele Unternehmenszukäufe in diesem Bereich in den letzten Jahren getätigt. Also haben sich hier ganz klar fokussiert mit der Namensumbenennung und eben sozusagen Neuausrichtung, Neupositionierung. Seit Juni 2022, also gut vor 2 Jahren, ist eben die Kontron AG jetzt unter S&T. Ich gucke mal, ob man die tatsächlich hier auch nochmal unter Kontron findet. Ich denke, es könnte tatsächlich, ja genau, da ist sie tatsächlich noch drin. Heißt aber, wie gesagt, jetzt S&T und das muss man halt entsprechend berücksichtigen. Mal gucken, ob das überhaupt der langfristige, ja genau, also die heißt S&T. Ist ein Full-Service-Anbieter eben im Bereich Elektronikentwicklung und Fertigungsdienstleistungen im Internet of Things und IoT. Eigentlich eine ganz spannende Ausgangssituation. Man hatte eben vor kurzem den Elektronikkonzern Kartech übernommen. Und das kann nochmal so ein bisschen zusätzliche Fantasie reinbringen, weil man natürlich damit die Produktwelt erweitert hat. Dadurch eben natürlich auch wesentlich größere Anwendungsmöglichkeiten eben für die Produkte aus dem Haus S&T entsprechend hat. Und ist eigentlich durchaus ganz spannend. Der Aufwärtstrend ist intakt hier, der mittelfristige. Das sieht man ganz gut im Chartbild. Jetzt ist natürlich wichtig, dass man sich hier so ein bisschen aus diesem Würgegriff der letzten Kursverlaufshöchstkurse lösen kann. Ihr seht es hier, man befindet sich also im Bereich um 25 Euro, durchaus im Bereich von entsprechenden Jahreshöchstverlaufskursen.
Und demzufolge ist natürlich jetzt wichtig, dass das eben auch weiter Bestand hat. Sieht aber nicht schlecht aus. Ich habe an dieser Stelle schon öfters mal darauf hingewiesen, Internet of Things ist momentan so ein bisschen eine Technologie, die ja KI-Technologie so in den Windschatten gerückt oder beziehungsweise eher an die Seitenlinie gestellt wurde. Aber aus meiner Sicht heraus weiterhin hoch, hoch interessant bleiben und sein wird. Smart City, Smart Grids und so weiter und so fort. Alles hat damit zu tun, dass natürlich Dinge elektrifizierbar sind, steuerbar sind, und das ist sozusagen die Technologie, die zukünftig hohe Wachstumsperspektiven gibt. Eine Kontron, also sprich S&T, ganz gut positioniert. Ich finde die Aktie interessant. Wenn ihr die habt, behaltet die weiter. Im Endeffekt eine schöne Position. Für Neuanstiege würde ich vielleicht den einen oder anderen Kursrücksetzer mal abwarten, aber durchaus perspektivisch interessant. Die Expansionsstrategie ist schlüssig, die Positionierung und die Fokussierung eben auf IoT ist durchaus schlüssig und vielversprechend. Und insgesamt stellt sich eigentlich hier auch gerade von der Bewertung her ein ganz interessantes Bild dar. 50,25er KGV und 3,13 Dividendenrendite vor Steuern. Was will man für ein Technologieunternehmen mehr? Also von daher durchaus ganz spannend. Gucken wir auf den nächsten interessanten Konzern, und zwar AT&T, amerikanischer Telekommunikationskonzern. Da bin ich persönlich so ein bisschen froh, dass da endlich mal mehr Drive reingekommen ist in den Aktien von AT&T. Die hatten wir in dieser Sendung auch des Öfteren mal. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass das ein Konzern ist, bei dem man wirklich eher auf die Dividendenrendite schielen muss. Es ist ein klassischer Telekommunikationskonzern, leidet natürlich unter den klassischen Branchenkrankheiten, nenne ich es jetzt mal. Sprich, man hat einen hohen Verschuldungsgrad, weil man natürlich die Netze, Infrastruktur ausbauen muss. Das kostet alles Geld und hat natürlich die Aktionärsnerven in den letzten Jahren arg strapaziert. Man sieht es hier zuletzt teilweise Kurse unterhalb von 15 US-Dollar. Jetzt konnten sich die Aktien zumindest mal wieder ein bisschen mehr erholen. Ich glaube, dass das tatsächlich eine gute Chance einer Trendumkehr ist. Vielleicht gibt es nochmal den einen oder anderen Retest hier in dem Bereich 15 US-Dollar. Das dürfte man nicht ausschließen. Sollte der aber halten, dann sieht man hier sehr schnell, dass man eine schöne umgedrehte Schulterkopf-Schulterformation vorfindet und das dann tatsächlich so ein bisschen der allgemeine Trendumkehr sein kann. Auch wenn man hier so langfristig mal guckt und sich im Endeffekt hier die jeweiligen Verlaufshöchstkurse oder auch natürlich die entsprechenden niedrigen Kurse, Niedrigstkurse, Tiefskurse anschaut, dann sieht man, dass hier so ein bisschen dieser Trend durchbrochen ist und sozusagen die Bären die Aktien aus ihren Fängen haben ja entkommen lassen. Also vielversprechende Situation. Die Bewertung nicht teuer, 7,74er KGV und eine 6,5-prozentige Dividendenrendite, und das ist es eben auch, was die AT&T-Aktien per se ausmachen. Das heißt, man hat hier einfach einen Titel, der davon lebt, dass man eben so groß in dem Markt eben positioniert ist, dass man eben einen guten Kundenzuwachs hat, dass man einen guten Free Cashflow hat, um die Schulden zu bedienen. Spielt natürlich auch in die Karten, wenn eben der Zinstrend in den USA jetzt rückläufig sein sollte, dann werden natürlich auch die Aktien davon profitieren. Das heißt, die Schuldenlast, Zinslast wird niedriger. Man hat bei der letzten Zahlenvorlage zumindest mal gezeigt, dass man 468.000 Neukunden gewinnen konnte. Man hatte Mittelzuflüsse von 16,5 Milliarden ausgewiesen. Also durchaus gute Zahlen, sehr, sehr spannender Konzern. Man hat ja auch schon bei T-Mobile USA gesehen, dass da wirklich wieder Drive in dem Sektor drin ist. Klar nimmt man sich hier und da die Kunden gegenseitig weg, das ist ein klassischer Verdrängungswettbewerb, aber es zeigt eben auch, was für ein Potenzial die großen Konzerne, die großen Telekommunikationskonzerne insgesamt haben. Also von daher durchaus interessant und spannend. Für mich bleibt es ein Basisinvestment, wenn man in Amerika investieren will, eher defensiver. Ist eine AT&T ähnlich wie eine Deutsche Telekom zu sehen? Jetzt mal im Vergleich natürlich, nicht vergleichend, sondern Deutsche Telekom im DAX 40, AT&T eben im Dow Jones-Strich im S&P 500, und dahingehend eigentlich ganz spannend. Und von daher würde ich zumindest mal die Story weiterhin spielen. Das nächste Unternehmen sind die Drone Shield. Ist ein australisches Unternehmen, da steckt so ein bisschen der operative Zweck auch schon im Unternehmensnamen drin. Hat damit zu tun, dass es ein Unternehmen ist, was sich eben spezialisiert hat, also ein Rüstungskonzern ist es, spezialisiert hat auf die Erkennung von Drohnen und hat natürlich davon profitiert, dass gerade eben in der Ukraine und in den anderen, in vielen Ländern im Nahen Osten eben kriegerische Aktivitäten zu sehen sind und eben demzufolge natürlich auch die Technologie von Drone Shield mehr im Fokus gerückt ist. Zu den Produkten gehören eben Drone Gun Tactical, Drone Cannon, Drone Node und Drone Shield Complete. Das heißt, man hat also klassisch so eine Abwehrinstallation, womit man eben den Funkverkehr und eben natürlich auch den Drohnenkommunikationswege eben kappen kann und die Drohnen quasi dann sozusagen von der Kommunikationsverbindung löst. Und die Aktien haben natürlich hier einen phänomenalen Run jetzt gemacht, gerade auch in den letzten Wochen hier eben mit der Drastifizierung eben im Bereich
des Nahen Ostens und natürlich auch in der Ukraine, wo die Drohnen gerade in der taktischen militärischen Kriegsführung immer eine größere Rolle spielen, rücken natürlich solche Unternehmen auch in den Fokus. Das Unternehmen hat eine durchaus hohe Gewinnsteigerung, Umsatzsteigerung eben natürlich durch die höhere Nachfrage nach den Produkten ausgewiesen. Aber ich denke, wenn ihr die Aktien habt, klar, kann man die weiter halten. Neueinstiege finde ich momentan schwierig, weil das ein sehr Cluster-Thema ist, ein sehr spitzes, nischiges Thema, wo man sicherlich sagen kann, ja, okay, perspektivisch wird das zwar mehr in den Fokus rücken, das sieht man ja auch hier so ein bisschen in den mittelfristigen Aufwärtstrend, aber ich finde halt natürlich die Kursbewegung, die wir zuletzt gesehen haben, die ist schon sehr massiv. Ich denke, wir werden den einen oder anderen Kursrücksetzer hier nochmal sehen. Wenn ihr die Aktien habt, für mich eine Halteposition für Neueinstiege, da würde ich tatsächlich an der Seitenlinie stehen, weil man kann sich die Aktien mal auf die Watchlist nehmen, wenn man in den Rüstungsbereich investieren will, natürlich vorausgesetzt. Dann ist es sicherlich eine interessante Ausgangssituation, aber jetzt hier noch den Kurs hinterherzulaufen, halte ich zumindest mal aktuell nicht für vielversprechend. Das nächste Unternehmen, alter Bekannter, die Mobrook, ist ein polnischer Recycling- und Möbelseitigungskonzern oder Entsorgungskonzern. Ja, ganz spannend. Also ich bleibe hier auch bei meiner Meinung. Ich finde den Konzern interessant. Ein osteuropäisches Engagement, klar, das muss man sich natürlich bewusst machen. Das heißt, es ist jetzt kein Susi-Sorglos-Papier, wo man eben sagt, ja, okay, wird schon alles gut. Sondern natürlich hier die Problematik, Polen im weitesten Sinne ein Emerging Market, sehr dicht an der Ukraine dran, natürlich dann entsprechende Risiken mit, die man dann hat. Und man sieht das natürlich auch im Kursverlauf hier, gerade eben auch mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs sind die Aktien ein bisschen unter Druck gekommen, können sich wieder leicht erholen. Insgesamt perspektivisch interessant, ist halt wirklich einer der größten Anbieter im Bereich eben Müllabfuhr bzw. Recycling in Polen. Hat viel Wachstumsfantasie dadurch, dass man eben auch im Bereich Umweltschutz noch expandiert hat und zum Beispiel alternative Brennstoffe aus kommunalen industriellen Abfällen herstellt. Man ist auch im Bereich von, oder beziehungsweise hat sich auch im Tankstellenbereich eben fokussiert. Das heißt also, man verkauft oder betreibt auch ein eigenes Tankstellennetz für Flüssigbrennstoffe und technische Prüfstellen. Also ist sozusagen nicht nur im Bereich der Entsorgung unterwegs, sondern eben auch im Bereich der, ja, würde man sagen, so ein bisschen TÜV, wenn man so will. Und dadurch natürlich auch ein bisschen breiter aufgestellt. Hat sich auch in dem Bereich vom Bau von Betonflächen spezialisiert, also auch einen kleinen Baubereich mit drin. Insgesamt macht aber natürlich der Bereich Waste Management, also die Müllentsorgung, ungefähr 93% aus. Das Betreiben von den Tankstellen ungefähr 5,6 bis 6% und der Bereich Construction, also sprich das Bauen oder beziehungsweise dann natürlich auch entsprechende Konstruktion von Betonflächen, liegt bei ungefähr bei 1,5%, also eher ein Randbereich noch. Der Hauptteil ganz klar weiterhin im Bereich der Müllentsorgung. Hauptfokus liegt hier auf Polen mit gut 99% eben Umsatzbeteiligung im Bereich Polen. Man ist aber auch in Italien, Slowenien, Dänemark, Litauen und in Deutschland unterwegs. Aber hier alles Randbereiche, also noch nicht mal 1% teilweise, kann ja auch nicht, sondern man ist wirklich sehr, sehr gering dort positioniert. Aber wenn man eben ein Engagement im Bereich Emerging Market Osteuropa sucht und da in Polen investieren will, finde ich den Mobrook eigentlich ganz spannend, also durchaus interessant, so ein bisschen im Bereich auch wie eine KGHM Polska oder eben natürlich andere große 11-Bit zum Beispiel, der Software-Schmiege, das sind alles so Unternehmen, wo ich sagen würde, ja, da kann man durchaus investieren, wenn man tatsächlich in Polen investieren möchte. Ganz spannend natürlich auch die Dividendenrendite, ihr seht hier 3,63% vor Steuern, also man hat durchaus ein kleines Dividendenpapier, Bewertung mit einem 11er KGV jetzt auch nicht wirklich teuer, also eigentlich eine ganz spannende Unternehmung. Das nächste Unternehmen aus Schweden, und zwar die Embracer Group. Das ist eine Unternehmung, die sich da drin beschäftigt im Bereich des Online-Games, beziehungsweise nicht Online-Games, sondern der Gaming-Erstellung, auch bekannt unter THQ Nordic AB, beziehungsweise Nordic Games Publishing, formierte das Unternehmen, bevor es sich umbenannt hat. Und Embracer ist unter anderem, Moment, ich suche erstmal den Chart hier, durch eine ganze Reihe Spiele bekannt, wie zum Beispiel Saints Row, Goat Simulator, also tatsächlich ein Ziegen-Simulator, der bei einigen Gaming-Influencern eher mit einem schmunzelnden Auge verfolgt wird, aber der eben tatsächlich relativ gut nachgefragt wurde, weil er eben diese ja, ein bisschen scherzhafte eben Ziegensimulation zur Verfügung gestellt hat. Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs. ATV, Kingdoms of Amalur, Timesplitters, Satisfactory, Wreckfest und so weiter. Also viele, viele Spiele.
die man eben sowohl für die PlayStation bzw. Xbox herstellt oder eben auch Steam, also diese Online-Streaming oder Online-Plattform. Aber man sieht auch hier natürlich schwierig, weil der ganze Gaming-Bereich natürlich hart umkämpft ist, wenn man eben dort entsprechend keine ja, neuen Blockbuster oder entsprechende neuen Produkte rausbringt, dann ist man auch ganz schnell wieder weg. Und das ist so ein bisschen das Problem, was man momentan im Gaming-Bereich per se sieht. Das heißt, es gibt natürlich große Firmen, die sich gut positioniert haben, weil sie einen Blockbuster im Programm haben und immer wieder dann durch Folge, ja, Spiele oder Neuerungen, Updates, immer wieder auch neue Käuferschichten natürlich ja, ansprechen kann. Aber es ist halt keine eierlegende Wollmilchsau, dass man sagen kann, alle Unternehmen, die da eben tätig sind, müssen per se oder sind per se vom Erfolg geküsst, sondern es ist wirklich ein hart umkämpfter Markt und das muss man halt wissen. Also von daher eine Embracer insgesamt. Sicherlich würde ich hier erstmal eine Bodenbildung abwarten, sehen, ob sich dieser Bereich, den wir hier jetzt gesehen haben, bei, was ist das, 17 schwedische Kronen, 16 Kronen neben Dreh, ob das wirklich als Bodenbildung ausreicht oder eben hier nochmal ein Retest kommt. Also von daher, hier ist noch keine Eile momentan angesagt, sondern hier kann man wirklich erstmal in der Seitenlinie stehen bleiben und schauen, ob dieser Bereich als Unterstützungszone tatsächlich aushält. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird man hier wahrscheinlich noch weitere Kursrückgänge sehen. Ansonsten sicherlich auch eine ganz interessante Ausgangssituation. Wenn die Kurse so wieder in Richtung 20 schwedische Kronen eben laufen sollten, dann kann man eben dieses Momentum natürlich insgesamt nutzen, weil man davon ausgehen kann, dass tatsächlich sich die Geschäftssituation insgesamt aufgehellt hat. Das nächste Unternehmen sind die Schneider Electric, ist ein französischer Konzern, Elektronikkonzern, der sich im Bereich der Niederspannungsnetze, Energieverteilung und Mittelspannungsnetzen positioniert hat, also hier ein ganz klarer Spezialisierungskon oder ein Konzern, der eben auf dem Bereich der Infrastrukturbauten spezialisiert ist. Und man sieht es hier ganz schnell, dass natürlich das ein Thema ist, was in Europa derzeit ganz vorne auf der Tagesordnung steht. Das heißt natürlich eben durch die vielen Windräder, durch die vielen alternativen Energienetze, die momentan entstehen, haben solche Konzerne hier wirklich Hochkonjunktur. Wir hatten letztens schon einen dänischen Konzern aus dem Bereich Infrastruktur gesehen, der davon profitiert hat, dass man eben Hochspannungsleitungen, also direkt die Kabel baut. Jetzt haben wir hier einen Konzern, der sozusagen diese ganze Struktur damit natürlich insgesamt auch bringt. Also sprich Gebäude, Infrastruktur baut, eben Steuerungsschutzmechanismen und Kontrollzentren und so weiter. Also wirklich in diesem Bereich ganz gut positioniert ist und davon einfach auch profitiert. Für mich eine klassische Halteposition, wenn man im Euro Stoxx 50 investiert ist oder beziehungsweise sein will und sich einen entsprechenden Industriekonzern kaufen will, kommt man eigentlich an der Schneider Electric Aktie nicht vorbei. Also von daher durchaus interessant das Bild, was wir da sehen bei der Schneider Electric. Wenn ihr die Aktien habt, lasst die in eurem Depot liegen. The trend is your friend, kann man hier ganz klar sagen. Also durchaus interessante Ausgangssituation. Das nächste Unternehmen sind die Snap-on. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ihr wollt mir so langsam die ganzen amerikanischen Maschinenwerkzeughersteller hier einmal durchexerzieren bzw. vorstellen. Das ist nämlich ein Werkzeughersteller, der eben sich darauf spezialisiert hat, eben für professionelle Anwendungsbereiche im Bereich Kfz, Luft- und Raumfahrt entsprechende Tools herzustellen und ja, sehr erfolgreich ist. Wir hatten ja in der letzten Woche schon über Fastenal gesprochen und andere Aktien aus dem Bereich. Man sieht also auch hier, dass im entsprechenden natürlich solche Spezialmaschinenbauhersteller, wenn man so will, oder Werkzeughersteller ganz stark von den Tendenzen in den letzten Jahren oder Quartalen natürlich profitiert haben. Das ist hier ohne große Schwierigkeiten zu erkennen. Ich denke auch hier, die letzten Zahlen, die man gesehen hat, man hat einen Gewinn vorgelegt von 4,75 US-Dollar pro Aktie und damit die Schätzung von 4,66 US-Dollar pro Aktie entsprechend überboten. Umsatz ist um 3,5% auf 1,196 Milliarden gestiegen. Man lag da ein bisschen unter den Erwartungen von 1,2 Milliarden. Demzufolge gab es ja hier auch so leicht diesen Rücksetzer, den man hier sieht. Blum, der ist aber sofort aufgeholt worden, weil eben die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass das eben nur vorübergehend ist und dass man eben aufgrund der Positionierung davon ausgehen kann, dass sich das Wachstum, was man hier in den letzten Jahren gesehen hat, fortführen und fortsetzen wird. Ich gehe davon auch erstmal aus, dass natürlich die Aktien hier, wenn man sich den langfristigen Chart ansieht, einen mächtigen Run hingelegt haben. Für mich eine klassische Halteposition. Wenn ihr Aktien habt, dann haltet die. Neue Engagement würde sich jetzt nicht unbedingt aufdrängen. Man sieht hier klassische Bewertung, 15er KGV für einen Maschinenbaukonzern im weitesten Sinne fair. 2,52%ige Dividendenrendite vor Steuern ist jetzt nicht unbedingt ein Wert, wo ich sage, oh krass, die lockt einen Hund hinterm Ofen vor.
Interessantes Unternehmen, lasst die in eurem Depot liegen. Neuengagement würde ich erstmal warten. Dazu fehlt mir so ein bisschen die Sexiness bei den Aktien. Gucken wir mal auf das nächste Unternehmen, die Technology One. Ebenfalls ein Down-Under-Unternehmen aus dem Technologiebereich. Eine ganz spannende Situation. Wer sich ein bisschen mit Australien auseinandersetzt, weiß, dass die Konjunktur da wirklich am Brummen ist. Man ist ein Rohstoffland, hat natürlich davon sehr, sehr stark profitiert, dass eben Rohstoffe nachgefragt wurden, Eisenerz, Kupfer und dergleichen. Und das hat sich auch bei der Technology One gezeigt. Das Unternehmen ist ein professionalisiertes Softwareunternehmen im Bereich Human Resources. Also sprich, man kann da so ein bisschen seine Enterprise Resource Planning machen. Also sprich, ob es jetzt Arbeitskräfte und so weiter ist. Man hat also so interne Unternehmensdaten, die man da eigentlich ganz gut mit kontrollieren kann, auch im Controlling, im Finance-Bereich und so weiter. Also in der insgesamten Planung ist man eben hier dann eben mit der Software unterwegs, die Technology One erstellt. Ein ganz klarer Fokus auf Neuseeland und Australien. Das macht es natürlich spannend, diese Inselfokussierung eben auf diese beiden Wachstumsmärkte, also gerade Australien, ist natürlich für so einen Konzern mega, mega spannend. Ausländische Unternehmen haben es dann eben schwer, da einen Fuß reinzukriegen. Technology One ist da. Wenn ich also in Australien in einen Technologiekonzern investieren wollen würde, wäre das zumindest mal eine Aktie, die ich mir in Erwägung ziehen würde. Wenn ich die Aktie im Depot hätte, dann würde ich sie im Depot behalten. Die Bewertung ist jetzt nicht unbedingt günstig, aber spiegelt natürlich dieses Premium auch wieder, was die Investoren im Unternehmen einräumen, weil es eben so gut positioniert ist und hier so einen kleinen, sage ich mal, geografischen Burggraben tatsächlich um die eigene operative Geschäftstätigkeit hat. Da muss also ein großer, ein ausländischer Konzern, wenn, dann schon ordentlich Geld auch in die Hand nehmen, um in diese Domäne einstoßen zu können. Also von daher durchaus spannend. Das nächste Unternehmen, die Jinko Solar. Wir hatten in der letzten Woche über die Jingli Solar oder Jingji Solar gesprochen, jetzt eben die Jinko Solar. Für mich weiter ein interessanter Konzern, einer der größten oder ist sogar der weltführende Solarzellen- und Solarmodulhersteller. Und aus China, das Problem, was man natürlich dabei hat, ist, dass China hier so immer diesen China-Abschlag eben bei den Aktien natürlich auch widerspiegelt. Das zeigt sich hier in den Aktien insgesamt. Die Zahlen, die zuletzt vorgelegt wurden, die sind gut, durchaus interessant. Das heißt, die Aktien, wer eben das China-Risiko nicht scheut oder entsprechend durch eine dann angepasste Depotposition berücksichtigen will, ich finde die Jinko Solar durchaus interessant. Also man ist hier natürlich davon auch betroffen, eben man muss jetzt weiter gucken, wie die USA sich positionieren werden, ob man eben da tatsächlich diese Sondersteuer nochmal auf entsprechende Solarmodule aus China eben ausspricht. Aber zumindest mal auch die Positionierung in China durch eben diese großen Solarparks, die das Unternehmen selber betreibt, als auch natürlich die Positionierung in Europa, in Asien, ist schon durchaus spannend. Also von daher denke ich mal, die Aktien gerade in Bewertung mit den anderen Peers, also wenn man sich die gesamten Solarbranche ansieht, dann ist die Jinko Solar wirklich verhältnismäßig super, super günstig und gering bewertet, eben durch die Ressentiments von Investoren in Richtung chinesischer Unternehmen. Und das gibt natürlich auch so ein Stück weit eine Chance eben aus der aktuellen Situation. Also Jinko Solar auf dem aktuellen Niveau interessant. Mit ein bisschen Fantasie könnte man sogar sagen, dass sich hier so ein kleiner Kursboden umgerechnet bei 24 Euro ausgebildet hat. Also von daher, wenn man in China investieren wollen würde und sich dem Risiko bewusst ist, dann könnte es Sinn machen, sich unter anderem mal die Jinko Solar anzugucken. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, die Acciona oder Acciona, das ist ein spanischer Baukonzern. Die Muttergesellschaft unter anderem von der Nordex. Acciona hat ja mal versucht, Nordex zu übernehmen, hat nicht ganz funktioniert. Jetzt hält man also einen großen Teil von Nordex und hat sozusagen selber natürlich auch davon erstmal oder damit zu tun, dass man in den letzten Jahren eben im Baubereich sehr stark tätig ist. Ist also quasi Mischkonzern, der sowohl im Hochtief- als auch im Infrastrukturbau unterwegs ist und natürlich eben die gleichen Probleme hat wie eben Baukonzerne und Immobilienkonzerne insgesamt, die eben sehr stark im Bereich Gewerbe, Wohnungsbau unterwegs ist. Die hohen Zinsen in Europa, man sieht es hier, haben Spuren hinterlassen. Also könnt ihr jetzt einen Chart von Vonovia zum Beispiel oder andere große Immobilienkonzerne daneben legen, dann würde man das sehr gut sehen. Hier spielt natürlich noch eine Rolle. Die Bewertung von Acciona zeigt auch natürlich den hohen Schuldenstand, den man hat. Ungefähr zur Bilanzsumme, ein Drittel der Bilanzsumme sind wirklich langfristige Schulden, die der Konzern vor sich her schiebt und man natürlich davon betroffen ist, dass die Zinsen jetzt sehr stark gestiegen sind. Ich habe mal im Vergleich auch Hochtief angesehen, die haben ungefähr 0,25 und Acciona eben 0,3, also ein Stückchen höher verschuldet als zum Beispiel eine Hochtief im Verhältnis zur Bilanzsumme.
Das muss man halt wissen. Also von daher sicherlich ein Konzern, der davon profitieren wird, wenn sich die Zinstrend oder Zinslandschaft in Europa ändert, dann wird auch Acciona wieder davon profitieren. Kann man sich mal auf die Watch nehmen, gerade mit dem Blick Richtung eher Zinspolitik zum Juni diesen Jahres. Interessant natürlich auch die Dividendenrendite von 4,4%, Bewertung 12,9 für einen Baukonzern jetzt nicht wirklich günstig. Ja, denke ich mal, würde es andere Konzerne geben, die günstiger sind, aber zumindest mal eine Situation, wo ich sehen würde, ob hier dieser Bereich unten bei, was haben wir hier, 105 oder 100 in dem 100 Euro, ob der tatsächlich als Widerstands- oder Unterstützungsbereich aushalten kann. Da ansonsten sicherlich keine Situation, wo man jetzt unbedingt in das Papier investieren muss, weil sonst irgendwas passiert oder eben jetzt eine große Nachricht bevorsteht. Ganz im Gegenteil, ich denke, hier kann man durchaus noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen und darauf warten, wie sich die Zinslandschaft in Europa verändern wird. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, Global Fashion Group. Das war nie mein Papier, wo ich sagen würde, das jemals als Investment Grade angesehen habe. Ein Konzern, der sehr stark eben im Bereich Onlinehandel von Textilien unterwegs war, Plattformen betrieben hat, hat mich nie richtig angesprochen, finde ich sehr, sehr schwierig. Man sieht es im Aktienkurs voll auf, aber insgesamt ganz so Unrecht hatte ich also mit meinen Ressentiments gegen dem Unternehmen nicht. Ja, momentan wartet man jetzt darauf, dass da eben sozusagen eine Trendumkehr stattfindet, dass man wieder profitabel wird. Kann passieren, keiner weiß es. Oh, ich finde so ein Papier wirklich mega schwierig. Also auch gerade in Anbetracht darauf, dass die großen Investoren nicht wirklich eben darauf warten, in solchen Papieren eben zu investieren. Man sieht es, ja, die zuckeln mal ein bisschen an, verlieren dann aber auch wieder. Das sind alles so Zockeraktien, die wirklich in dem Bereich Non-Investment Grade liegen momentan. Entweder man wartet hier, bis wirklich nachhaltige Profitabilität eben zu sehen ist, oder man ist sich eben diesen hochspekulativen Charakters bewusst. Das ist eine Zockeraktie, da muss man wirklich jeden Tag drauf gucken, sich ansehen, wie die Kursbewegungen sind. Dann könnte man theoretisch eine Hop- oder Top-Position machen. Aber hey, wenn man mit großen Werten momentan gutes Geld verdienen kann, dann würde ich auf solche Unternehmen nicht setzen. Also eine Global Fashion Group, sorry, aber gehört momentan, würde nicht zu meinem Repertoire im Anlagezeitraum oder Zentrum momentan gehören. Ebenfalls nicht die Jumia. Ein Konzern, der sich auf den Handel bzw. Handelsplattform in Afrika fokussiert hat, hat mich auch nie richtig angesprochen, weil und bin ich nach wie vor kein Fan von. Das hat zweierlei Gründe. Zum einen, Inflation momentan spricht nicht für Handelsaktien, zumal auch nicht so stark fokussiert. Das zweite Problem ist, der US-Dollar momentan extrem fest. Währungsrisiken in den einzelnen Ländern, die sind in Senegal, Ghana und so weiter unterwegs. Alles Länder, wo hohe Inflation teilweise vorherrschen, hohe Fluktuationen bei den Devisenkursen. Das sind alles Dinge, braucht wirklich kein Mensch, wenn man entsprechend investieren will. Da kann man sich natürlich auch andere große Konzerne angucken, wie eine Amazon, die auch irgendwie in Afrika unterwegs sind und nicht auf so eine spezialisierten Nischenunternehmen setzen. Also Jumia finde ich echt sehr, sehr schwierig. Die haben zwar eine breite Palette, die verkaufen Elektronikgeräte, Dienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr, Essenslieferungen, Kreditwesen und Flugbuchungen. Aber wie gesagt, man hat ein extrem hohes Devisen- und Währungsrisiko durch die Umrechnungskurse. Man hat natürlich das Problem, dass auch in Afrika natürlich durch die Inflationsentwicklung der Konsum zurückgeht. Alles Dinge, die ich sehr, sehr als hohe Risiken momentan ansehe und demzufolge bei den Aktien wirklich eher auf Abstand gehen würde. Das nächste Unternehmen sind die Blink Charging. Ihr habt heute also wirklich sehr anstrengende Aktien teilweise mitgebracht. Blink Charging, ein Unternehmen aus den USA, gehört mit zu den größten Betreibern von Ladenetzen für Autos. Und Moment, da habe ich mich verschrieben. Und ist in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen unter Druck gekommen, weil nicht ganz klar war, ob die nächste Finanzierungsrunde noch überleben werden, weil eben das Betreiben von den Netzen wirklich eine sehr kostenintensives ist. Es wurde viel darüber spekuliert, ob eine Kapitalerhöhung ansteht. Nun haben sie zuletzt Zahlen vorgelegt, die zumindest mal so einen kleinen Silberstreif am Horizont bedeutet haben. Auch dringend notwendig, wenn man sich den Kursverlauf ansieht. Ich zoome mal hier ein bisschen rein, damit man mal diesen Kurs, hier sieht man den Kursanstieg, sieht, der aber sofort abverkauft wurde. Also man hatte eben Zahlen vorgelegt, wo man einen besseren Gewinn bzw. nicht so großen Verlust bekannt gegeben hat. Summe ist besser als erwartet. 41 US-Dollar-Cent Verlust pro Aktie haben Analysten erwartet. 31 US-Dollar-Cent pro Aktie Verlust wurden ausgewiesen. Man konnte im Bereich des der höheren Umsatz darstellen.
Ja, aber hier ist so ein bisschen die Frage, wie lange reicht das Geld? Muss eine Kapitalerhöhung nochmal vollzogen werden, damit im Endeffekt dann dieses Netzwerk weiter aufrechterhalten kann? Also hier so ein bisschen Wettrennen mit dem anderen großen Wettbewerber ChargePoint. Beide Unternehmen momentan in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Tesla mit dem Supercharger-Netz hier ganz klarer Konkurrent in dem Bereich. Ich würde darauf nicht wetten. Also ganz ehrlich, das ist mir einfach, wäre mir viel zu riskant. Und ich denke einfach, dass da momentan wirklich die Frage ist, ob wer hier das Rennen macht, ob die sich durchsetzen können. Vor allen Dingen würde ich hier auch erstmal abwarten, bis die Finanzierungsfrage geklärt ist, ob eine Kapitalerhöhung kommt, etc. pp. Alles Fragen, die momentan noch unbeantwortet sind und auf jeden Fall als Hemmschuh zu sehen sind. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, die Block. Die wiederum auch so ein kleiner, ja, Liebling ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber mir gefallen die Aktien ganz gut. Im Gegensatz zu PayPal haben die tatsächlich ganz gute Zahlen auch vorgelegt, konnten überzeugen, haben eben auch gezeigt, dass man sich in den letzten Quartalen wirklich gut positioniert hat. Hier waren ja auch mal Shortseller am Werk und haben dem Unternehmen Bilanzmanipulation vorgeworfen. Ich finde die Ausgangssituation spannend. Für mich wäre das ein Unternehmen, wo ich sagen würde, hey, da baut man eine kleine Hop- oder Top-Position auf, wenn man hier langfristig unterwegs ist. Stehen die Chancen gut, dass die Aktien sich durchaus wieder vervielfachen können? Ihr seht, wo die mal waren, 2021 im Bereich von 250 US-Dollar, natürlich angetrieben durch die ganzen Digitalisierung, Belebung des Onlinehandels und so weiter und so fort. Die Zahlen, die aber zuletzt vorgelegt wurden, durchaus vielversprechend. Man hat einen sehr starken Ausbau der App bzw. des Netzwerks voranführen können, das heißt die Cash-App. Ist tatsächlich gerade natürlich auch durch die starke Nachfrage von Bitcoin und den starken Fokus darauf insgesamt stärker nachgefragt worden. Man konnte 56 Millionen Transaktionen monatlich im vergangenen Dezember attestieren und insgesamt eine ganz, ganz interessante Ausgangsbasis. Man hat auch einen Gewinn ausgewiesen, 2 Cents per Share. Hier hatten Analysten eher mit einem Verlust von 1 Cent per Share gerechnet. Im Vorjahresvergleich lag man noch bei 93 Cents. Verlust per Share, also insgesamt eine durchaus interessante Ausgangssituation bei Block und zeigt einfach, dass das Unternehmen eben sich durch den starken Fokus im Bereich der Blockchain-Technologie, durch Anwendung von Kryptowährungen wie zum Beispiel der Bitcoin ganz gut positioniert hat. Und ich denke, das ist wirklich auch ein großer Wachstumsmarkt. Unternehmen, die da sehr spitz und sehr dezidiert unterwegs sind, haben wirklich gute Chancen, sich zukünftig auch weiter durchzusetzen. Damit bin ich durch mit der heutigen Ausgabe. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal sorry, dass es noch keine Live-Sendung ist. Die kommt aber garantiert, das verspreche ich euch. Wie gesagt, es liegt nicht in meinen Händen. Wenn es an mir gehen würde, wäre das schon lange passé. Aber eben Infrastruktur und IT in so einem großen Konzern ist natürlich immer eine Frage von Kappa und natürlich auch insgesamt von Planung, Umsetzung und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, ich werde das Format hier weiterhin zumindest mal dann in Form von Aufzeichnung für euch weiterhin ausstrahlen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Format gefällt, lasst einen Daumen hoch da, wenn nicht einen Daumen runter. Schreibt mir gerne eure Fragen für die nächste Sendung, dann natürlich am Mittwoch, hoffentlich dann auch live. Ich drücke die Daumen gerne in die Kommentarzeile rein und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg bei eurem Agieren an den Börsen. Und ich freue mich, wenn wir uns am Mittwoch wiedersehen, entweder als Aufzeichnung, was ich nicht hoffe, oder eben als Live-Format, worauf ich wirklich hinaus hinfiebere und dann natürlich auf eure Fragen wieder in dem Chat entsprechend gespannt bin. Alles Gute, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.